Super. Ja, liebe Nina, schön, dass du heute bei mir bist. Du bist ja mit einem super spannenden Thema zu mir gekommen und hast gesagt, sag mal, hast du schon mal was von Retroactive Jealousy gehört? Also auf Deutsch retrograde Eifersucht. Total spannend. Erzähl doch mal, was das für dich bedeutet und warum du findest, dass das viel mehr Menschen eigentlich wissen sollten, was das ist. Ja, also für mich, ich kann ja mal so ein bisschen am Anfang starten. Erstmal auch danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass ich darüber reden kann. Es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe oder darauf gestoßen bin, was ich genau habe und dass das eben nicht einfach nur eine simple Eifersucht ist. Ich kenne auch das Gefühl von Eifersucht und habe dann immer gesagt, nein, das ist keine Eifersucht, was ich da empfinde. Gerade weil wir also wir Patchworker, sage ich mal, ja auch sehr stark mit den Ex-Partnern in Kontakt sind oder die Ex-Partner sehr präsent sind, haben wir sehr viele Trigger. Und ja, für mich war es so, dass ich im Alltag einfach gemerkt habe, dass das Thema mich immer mehr belastet hat, dass ich dieses Bauchgefühl, diese Eifersucht, dieses Unwohlsein einfach mit mir herumgetragen habe und das auch immer schlimmer wurde. Und also bei mir, es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte dieser Erkrankung, sage ich jetzt mal. Bei mir persönlich ist es so gewesen, dass ich beispielsweise ein ganz großes Problem damit hatte, mit Dingen und Gegenständen in unserem Haushalt, die mein Mann mitgebracht hat. Also ich habe wirklich mal einen Spiegel aus dem Fenster geworfen, als ich erfahren habe, dass seine Ex sich auch in diesem Spiegel angeschaut hat, beispielsweise. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wollte mich nicht im gleichen Spiegel anschauen, wie sie sich angeschaut hat. Oder Besteck. Ich wollte also beispielsweise auch nicht vom Besteck essen, von dem sie gegessen haben könnte. Ne? Wenn ich dann am Anfang, als wir uns kennenlernten und ich war dann in seiner Wohnung, habe ich wirklich gefragt, ist das Besteck, ist das neu oder hast du das mitgebracht? Weil es ist eigentlich so eine Art Zwangsstörung, kann man schon fast sagen. Vielleicht, das ist ja, das klingt ja jetzt schon super extrem, ja, und auch sehr belastend, weil natürlich gerade im Patchwork, da kommt man ja oft auch in so ein bestehendes Umfeld. Da sind einfach viele Dinge da, jetzt nicht Richtig. nur Bilder, sondern tatsächlich auch Gegenstände und so, Gegenstände, die genau. einfach eine Vergangenheit haben, ja. Ja, so ist War das. das denn bei dir vom ersten Moment an oder was waren denn so die ersten Situationen, wo du gemerkt hast, irgendwie, das wurmt mich ganz arg? Ja, also was bei mir sehr interessant war, war, dass ich diese Eifersucht oder diese retrograde Eifersucht vorher nie hatte. Also das ist wirklich jetzt entstanden mit meinem Mann und ich hatte das anfangs gar nicht. Also als ich ihn kennengelernt habe, ganz am Anfang war es wirklich so, man hat sich kennengelernt und dann hat sich da eben was draus entwickelt und das ist mit der Zeit immer schlimmer geworden. Ich würde sagen, so nach 2 bis 3 Jahren Beziehung war das wirklich erst richtig schlimm da. Ne? Also anfangs habe ich schon gemerkt, wenn er beispielsweise schon mal was erzählt hat. Also es sind Kleinigkeiten gewesen. Ich habe beispielsweise eine Decke mit so Ärmeln dran, wo man sich so einkuschelt. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, ach, die Decken sind super cool, die hat er seiner Ex-Frau auch mal zu Weihnachten geschenkt. Und dann war bei mir so ein Punkt, wo ich so dachte, die Decke will ich eigentlich jetzt gar nicht mehr haben. Denkt er jetzt an seine Ex, wenn er mit mir auf dem Sofa liegt, weil ich so eine Decke auch habe? Man hat eben angefangen zu vergleichen. Oder er hat dann beispielsweise mal erwähnt, dass er früher mit seiner Ex-Frau ganz viel SingStar gespielt hat und sie das total gut konnte und er immer verloren hat gegen sie. Und ich habe dann daraus gemacht, sie kann unglaublich gut singen. Ich kann nicht so gut singen, also singe ich in seiner Gegenwart einfach nicht mehr. Ne? Solche Sachen, wo man schon denkt, so richtig gesund ist das nicht, aber man denkt dann noch, okay, ist vielleicht einfach so. Vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit am Anfang dabei, weil man hat, also ich persönlich habe ja auch einen Ex-Lebensgefährten, ich war mit ihm nie verheiratet, habe auch 3 Kinder mit ihm. Ich kenne also das Ex-Dasein, sage ich mal, mit Kindern. Aber man hat ja trotzdem vorher die Erfahrung nicht gemacht, wie ist das, wenn man in Patchwork reingeht, ne? Also wenn man einen Partner kennenlernt, der auch schon Kinder hat und man selber bringt auch Kinder mit, das ist ja was Neues. Und deswegen konnte ich jetzt auch nicht festmachen, ist das jetzt normal? Hat das jeder, der in so ein Patchwork eintritt, wo eine Ex-Frau präsent ist mit auch gemeinsamen Kindern, wo man sich auch sieht und so?
Oder ist das was, was wirklich nicht gesund ist? Ne? Das war für mich eben sehr schwer festzumachen. Was war denn der Punkt, wo du Ja. gemerkt hast, weil du hast vorhin gesagt, ja, Eifersucht kenne ich normal, Genau. ja, das ist ja Genau. auch ein Stück weit, sage Genau. ich mal, Ja. nicht gleich krankhaft, sondern ist ja auch erstmal ein Zeichen von vielleicht Unsicherheit oder auch große Liebe. Ich will den Mann Genau. nicht verlieren und so, ja. Genau. Ja, Wo war genau. denn der Punkt, wo du gemerkt hast, nee, das ist vielleicht doch, du hast das Wort Zwangsstörung benutzt, das ist vielleicht doch schon krankhaft. Gab es da Ja. so eine Schlüsselsituation für dich? Ja, also das ist eine Kombi. Die Schlüsselsituation bei mir war eigentlich da erst, als ich im Internet recherchiert habe und darauf gestoßen bin, dass es tatsächlich eine Krankheit ist, dass es eine Zwangsstörung ist. Und bei mir, muss ich sagen, ist der Punkt gewesen, dass es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat, war, als ich angefangen habe, meine eigene Beziehung dadurch, wie soll ich das nennen, zu sabotieren, dass ich meinen Partner fertig gemacht habe an verschiedenen Punkten. Das waren viele kleine Punkte für seine Vergangenheit. Ich habe ihn für seine Vergangenheit verantwortlich gemacht und habe gesagt, warum hast du damals vor 10 Jahren diese Frau gedatet? Das kann doch nicht dein Ernst gewesen sein. Was hast du an der gefunden? Und er dann gesagt hat, Nina, ich kannte dich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Wieso ist das für dich ein Betrug an dir selbst? Weil ich gesagt, wie konntest du mir das antun? Ja. Er hat gesagt, stopp. Ich kannte dich nicht einmal. Wieso denkst du, ich habe dir damit etwas angetan? Für mich war das aber so. Und das war für mich so der Punkt, das war ein Gespräch. Ich kann gar nicht genau sagen, wann das jetzt zeitlich war. Ich würde sagen, ungefähr so. Also wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Ich würde sagen, dass das ungefähr vor 2, 3 Jahren war. Da hatten wir wirklich ein ganz schlimmes Krisengespräch. Und in diesem Krisengespräch, also ich habe ihn fertig gemacht und verantwortlich gemacht für diese Vergangenheit, die er hat. Ganz übel und böse. Und da hat er gesagt, ich kann doch nichts für meine Vergangenheit und das ist nicht normal, was du hier mit mir machst. Und da hat es bei mir irgendwie Klick gemacht. Ja. Und dann habe ich auch versucht, daran zu arbeiten, hatte aber nichts an der Hand, ne, dafür. Also Und da dann habe merkt man ich. ja auch, ne, was du sagst, hey, damals kannte Ja. ich dich noch gar nicht. Nee. Natürlich ist es nicht Genau. rational Nein. erklärbar, sondern es Nein. ist ja wirklich komplett eine Emotion, die auch nicht steuerbar ist. Nein. Jetzt sagst du, du hast dir dann auch eine Art von Unterstützung oder wie hast du denn konkret daran gearbeitet? Also ich habe dann, als ich erfahren habe, was es genau für eine Erkrankung ist, dass es da wirklich was gibt, was, also es war wirklich so ein Aha-Effekt, ne? Ich habe im Internet gelesen und dann waren so verschiedene Punkte, leider halt, oder alles auf Englisch, leider, ich kann zum Glück gut Englisch, aber das ist natürlich für Nicht-Muttersprachler Englisch oder auch für Leute, die es nicht so gut können, schade, dass es auf Deutsch so wenig gibt. Ich habe dann diese Punkte, Symptome waren das, die aufgezählt waren, durchgelesen und habe gedacht, ja, passt, passt. Passt, passt, passt. Und dann habe ich sehr schnell mir eine, ich sag mal, so eine Art Selbsthilfegruppe bei Facebook. Ich habe mich extra dafür bei Facebook angemeldet sogar und habe dann dort bin in diese Gruppe eingetreten und da gab es unheimlich viele Videos, also YouTube-Videos und verschiedene Therapeuten, die es sich da auch zur Aufgabe gemacht haben, weltweit eben zu agieren. Da habe ich mir unheimlich viele Videos durchgelesen. Mir hat es auch schon geholfen zu wissen, dass das wirklich einfach bei mir vorliegt und auch Beispiele anderer Personen mir durchzulesen, wo man denkt als Außenstehende, ne? Also das ist echt nicht normal, wenn man sich das von außen anguckt. Aber man kann es total gut nachvollziehen, wenn man selber würde genauso reagieren. Und genau, und ich bin auch seit Anfang letzten Jahres ungefähr oder Mitte letzten Jahres bin ich auch jetzt in Therapie. Also ich habe mir eine Therapeutin gesucht. Es war ein bisschen in Kombination mit, wir waren hier von der Flut sehr stark betroffen. Und da sind bei mir auch nochmal, da war ich, nach der Flut war ich an einem Punkt, wo das ganz, ganz, ganz extrem schlimm geworden ist bei mir. Und da war einfach der Punkt, bei mir, wo ich gesagt habe, ich komme alleine da auch überhaupt nicht mehr raus. Ich brauche jetzt psychologische Unterstützung und Hilfe. Und genau, also ich habe schon sehr aktiv daran gearbeitet, mir Bücher besorgt, Bücher gelesen. Ich habe mit meinem Mann auch so ein Kosewort, sage ich jetzt mal, vereinbart oder ein Stich, wie nennt man das? Ein So ein Codewort, ne? Kosewort, genau. Ja. Das ist bei uns Buttermargarine, weil das ein Beispiel war, was ganz lustig war. Das ist für uns jetzt das Buttermargarine-Beispiel. Und da, wenn jedes Mal, wenn er merkt, ich drifte ab, dann sagt er nur Nina, Buttermargarine. Und dann ist das für mich so ein Zeichen, okay, ich bin jetzt wieder voll in dieser Spirale drin. Und ich muss da raus.
Ja. Magst du kurz erzählen, was das Ja, Butter-Margarine das Butter-Margarine-Beispiel, das war auch ein Beispiel einer Betroffenen in dieser besagten Facebook-Gruppe. Und sie hat erzählt oder geschrieben, ihr Mann hat seit Kind an zu Hause immer Butter gegessen. Also von den Eltern geprägt, sage ich mal, ne? Das ist so sein Geschmack gewesen, immer Butter. Hat dann auch in der Beziehung mit seiner Ex-Frau, die er hatte, auch immer Butter gegessen. Sie selber aß aber lieber Margarine. Und irgendwann hatten die nur Margarine zu Hause und dann ist er hingegangen und hat dann gesagt, Mensch, haben wir keine Butter mehr, das ist jetzt blöd für mich, ne? War dann ein bisschen sauer, weil er halt gerne Butter gehabt hätte. Und dann ist die Frau vollkommen ausgeflippt und hat dann gesagt, Mensch, du mit deiner Butter, das ist nur wegen deiner Ex-Frau, weil du dann an deine Ex-Frau denkst, deswegen willst du Butter haben. Du denkst jetzt, ich wäre was Schlechteres oder ich wäre nicht so viel wert, weil ich Margarine esse. Für dich ist Butter das, ja, der Standard und deswegen ist deine Ex auch viel besser als ich, weil sie auch Butter gegessen hat. Ein Riesendrama so weit, dass sie wirklich das Haus verlassen hat und den ganzen Tag weggeblieben ist, weil er lieber Butter isst als Margarine. Und das ist so für mich ein Beispiel gewesen, das hätte ich sein können. Absolut, das hätte ich sein können. Aber das war bei mir so ein Beispiel, wo ich von außen gesagt habe, es ist echt schlimm und es tut mir auch leid, weil, also das ist, wenn man das von außen, also wenn man das von außen betrachtet oder wenn man sich das so durchliest, dann denkt man, hä? Der Mann möchte einfach nur Butter essen, wo ist das Problem? Aber für Betroffene ist es wirklich so, man fühlt sich dann weniger wert, wenn man eben nicht Butter mag, sondern Margarine mag. Ne? Und das ist unser Butter-Margarine-Beispiel. Und deswegen ist das immer so, wenn ich dann wieder in meiner Gedankenspirale bin oder anfange, ihm Fragen zu stellen oder Dinge erwähne, wo er schon merkt, oh, da kommt wieder so ein bisschen diese retrograde Eifersucht raus. Dann sagt er nur Nina, Butter-Margarine. Und dann weiß ich Bescheid, ich bin jetzt besser ruhig und beschäftige mich mit irgendwas. Das ist total spannend, weil du hast ja auch beschrieben, wie sich das so langsam aufgebaut hat, ne? Und diese Eifersucht auf die Ex oder dieser Gedanke, Mensch, das Kind sieht aus wie sie, denkt er immer an sie. Oder Genau. gibt es noch Dinge, die ihn an. Das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Auf Ja. diesem frühen Ja. Level. Und Ja. dann wirklich zu merken, das nimmt gerade Fahrt auf, das geht vielleicht in eine ganz ungesunde Richtung. Das ist, Genau. glaube ich, wirklich gut, dieses Frühzeitige und einfach Genau. schon mal frühzeitig zu merken, Ja. krass, das ist gerade nicht rational und auch nicht hilfreich. Und wie kommst du da raus? Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, so, wenn ich merke, dass ich das anschlägt, was kann ich denn dann als erstes tun? Genau, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Sache ist, also das erste Anzeichen, sage ich jetzt mal dafür, sind Fragen. Das fängt an, indem man zum Beispiel ganz genau, detailliert alles wissen möchte, was in der Vergangenheit passiert ist. Man möchte Informationen haben. Zum Beispiel, wann genau war der Hochzeitstag? Wo haben die Hochzeit gefeiert? Wer war eingeladen? Wie war so der Tagesablauf bei denen? Also das sind so Fragen, die man so ganz beiläufig mal stellt. War das denn früher bei euch auch so oder ist das jetzt neu? Ne? Oder dass man zum Beispiel wissen will, wie war genau die Beziehung zwischen dem besten Freund meines Mannes und seiner Ex? Haben die sich gut verstanden? Haben die sich nicht verstanden? Zwischen den Eltern, zwischen einzelnen Familienmitgliedern. Also man möchte genau wissen, was ablief, um vergleichen zu können. Und das ist schon der erste Punkt, wo man eigentlich, wenn man das an sich selber bemerkt, dass man ungesund viel fragt. Ein bisschen fragen, glaube ich, ist normal. Aber wenn es ein Zwang wird, dass man detailbesessen ist und dass man immer wieder wissen möchte, da muss ich jetzt mal nachhaken. Mit wem waren die denn damals da im Urlaub? Und wo genau waren die da im Urlaub? In welchem Hotel? Und wie viel haben die da bezahlt? Und ne, so wirklich, dass es ins Detail geht. Da sollte schon eigentlich bei jemandem die Alarmglocke schrillen. Und da ist auch der Punkt, wenn man merkt, ich habe jetzt diesen Impuls zu fragen, dann weiß ich, ich muss mich ablenken. Und dann mache ich das auch. Sport ist super. Ein interessantes Buch oder wirklich irgendeine Lektüre, die gerade mal den Kopf wirklich fordert. Also jetzt nicht ein Kinderbuch nehmen, sich mit dem Kind hinsetzen, sondern wirklich was, wo der Kopf arbeiten muss, wo man dann aus dieser Gedankenspirale rauskommt. Also wirklich das bewusst unterbrechen und sagen, mache ich nicht mit. Ein sehr schöner Punkt hat auch jemand vorgeschlagen, das fand ich auch sehr gut. Man soll sich diesen Gedanken vorstellen wie ein Zug.
der gerade kommt. Und man muss bewusst sagen, Zug, ich werde nicht in dich einsteigen, fahr bitte weiter. Ich steige nicht ein, fahr weiter. Ja. Ne, und sich ablenken. Also das hilft mir sehr. Super, ja. Das Genau. ist auch genau das. Ich mache ja Emotionscoaching. Ja. Das Gehirn, das ganze Stressnetzwerk ist am Ja. Explodieren. Und jetzt Genau. braucht man das Steuerungsnetzwerk. Und wie kann Genau. ich das aktivieren, damit ich Genau. das Gefühl verarbeiten kann? Das sind genau die Tipps, wo du sagst, hier präfrontaler Kortex, der braucht was zu tun, Ja. Genau. damit dieses Gefühl aus dem System kommt. Und Genau. ansonsten auch sich ja Unterstützung holen. Also Leute, Auf die es jeden Fall. verstehen können oder dann auch professionellen Coach, Therapie oder sowas, ne? Genau. Ja, und vor allen Dingen wichtig finde ich auch, dass man wirklich, also ich sag mal, Kommunikation ist alles, ne? Sage ich immer, wichtig finde ich auch, dass man, sobald man die Vermutung hat, man könnte eventuell unter dieser retrograden Eifersucht leiden, dass man es wirklich auch seinem Partner mitteilt. Wie gesagt, dass man sich vielleicht auch mit beschäftigt. Es gibt ja, also ich persönlich finde, das ist auch ein großes Tabuthema, weil es beispielsweise auch Betroffene gibt, die das auf der sexuellen Ebene haben. Also die stellen sich beispielsweise wirklich vor, wie es war, als diese gemeinsamen Kinder der Ex-Frau und des Mannes entstanden sind. Die spielen das bei sich im Kopf ab. Und dadurch haben die zum Beispiel auch oft Probleme dann sexueller Natur mit ihrem Partner. Und darüber spricht einfach niemand, ne? Und das ist aber ganz weit verbreitet. Und das sind Dinge, die spricht man ja auch vielleicht nicht unbedingt bei seinem Partner an, dass man sagt, hey, hör mal, ich habe neuerdings ein Problem. Ich stelle mir ständig vor, wie du mit deiner Ex im Bett bist. Das sagt man ja niemandem am Anfang, ne? Dann denkt man, nee. Ja. Behalte ich mal für mich, ist unangenehm, aber es ist eben wichtig, finde ich, dass man seinen Partner darüber informiert, dass es das gibt, damit er mithelfen kann, ja, das irgendwie ein bisschen zu minimieren, diese Trigger auch, ne? Oder dass, wenn man anfängt zu fragen, dass die Partner wissen, Butter Margarine, ich beantworte dir diese Frage nicht, weil das ist nur augenscheinlich gerade hilfreich, aber nach hinten raus arbeitest du mit dieser Information und es wird immer und immer schlimmer, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, krass. Also dieses, was du sagst, ne, dieses Gefühl, Eifersucht oder so, das hat ja auch gesellschaftlich, entweder man macht es lächerlich und sagt, ach, du bist ja so Ja, niedlich, wenn du eifersüchtig bist. genau, ja. Oder das Gegenteil ist, man sagt, ah ja, jetzt stell dich mir nicht so an, ich bin dir doch Richtig. treu, was willst du denn? Jetzt komm klar, Genau, ja. Und das ja. ist natürlich beides nicht hilfreich. Das Oh. heißt, was wäre denn dein Tipp an den Partner? Wie kann der denn die Partnerin, die jetzt unter dieser retrograden Eifersucht leidet, Ja. unterstützen? Oder was kann der denn, ja, gerade auch am Anfang vielleicht, wenn das ganz neu auftaucht, tun, um ihr da zu helfen? Ja, also mir persönlich hilft oder eigentlich allen Betroffenen hilft, weil, also im Endeffekt, ich glaube, Eifersucht hat immer etwas mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Bei mir selber ist das auch auf jeden Fall der Fall. Ich merke das. Es hat auf jeden Fall mit meinem Selbstwert zu tun. Und da ist das A und O diese Rückversicherung von seinem Partner, dass man immer wieder gesagt bekommt, ich liebe dich und ich bin mit dir zusammen und du bist es und nicht irgendwer anders. Ne? Oder es sind auch Kleinigkeiten. Also das muss gar nicht in diesem Moment unbedingt sein, sondern wenn man von seinem Partner zwischendurch immer wieder mal so kleine Rückversicherungen oder so eine Bestätigung bekommt, das kann was ganz Subtiles sein. Einfach nur, du kannst echt richtig gut kochen und das Essen bei dir schmeckt immer so mega gut. Dann ist das in meinem Kopf, wenn ich das höre, kommt bei mir. Also das Essen von seiner Ex war nicht so lecker. Ne? Also jetzt nur mal so als Beispiel. Das ist natürlich, das ist wenn unsere Partner das sagen, denken die natürlich nicht in diesen Vergleichen. Die sagen uns einfach nur, was an uns gut ist oder was ihnen an uns gefällt. Aber bei denjenigen, die unter dieser retrograden Eifersucht leiden, geht das wirklich weiter. Also in dem Moment, wo wir von unserem Partner ein Kompliment bekommen, ist das so, dass wir sagen, ah, wir ja, die Ex nicht. Ne? Also das ist wirklich so. Das dauert auch eine ganze Zeit, bis man davon weg ist, dass man dieses Kompliment auf sich oder für sich annehmen kann und nicht direkt den Kontext sieht oder diesen Vergleich daraus macht. Ne? Ja. Also Partner einfach bitte immer wieder bestätigen, immer wieder rückversichern, dass man sicher ist und dass alles okay ist und dass man toll ist, so wie man ist. Mit allen Ecken und Kanten, die man hat. Und was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist einfach keine Fragen beantworten. Auch wenn man dann, auch wenn der Partner, also wir Betroffenen, sauer werden, weil wir die Info nicht bekommen. Es ist aber ganz wichtig, dass wir die Infos nicht bekommen, weil je mehr wir wissen, umso mehr können wir in unserem Kopf da
Konstruieren. konstruieren. Ja. Ne? Also das wären so meine Tipps, dass Ja. man da nicht drauf eingeht und keine Informationen gibt, auch nicht beiläufig, dass wir immer toll SingStar gespielt haben und sie das super gut konnte. Das sind Sachen, das ist eben für uns tödlich. Ne? Ja, Ja. Wahnsinn. Jetzt ist ja diese Ex, auf die sich ja diese Eifersucht Ja. bezieht, dieses ständige Vergleichen, ist ja ich Ja. und sie, ja, Ja, ich war genau. besser und so Ja, weiter. Die ja. ist ja zwar immer noch irgendwie Teil des Lebens, weil man ja irgendwie zwangsläufig Kontakt haben Ja. muss, aber die ist ja Ja. irgendwie nicht sichtbar. Was ist denn Ja. mit dem Kind? Also du sagst, bei dir waren es vor allem die Dinge. Ja. Ist das denn auch häufig so oder war es bei dir so, dass sich das so auf das Kind überträgt und Ja. wie kann man dann da damit umgehen? Ja. Also, es ist natürlich so, dass für mich das Kind der lebende Beweis ist, dass mal was zwischen den beiden war. Das ist, glaube ich, ganz individuell verschieden, wie man damit am besten umgeht. Also für mich ist es ganz wichtig gewesen, dass ich mir immer wieder, zu der Zeit wusste ich das ja noch nicht, dass ich unter dieser Erkrankung leide, dass ich mir immer wieder gesagt habe, es ist ein Individuum, es ist ein völlig unabhängige, eine unabhängige Person. Diese Person, die da bei mir auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegt oder gerade mit mir unterwegs ist, hat weder was mit dem Vater noch mit der Mutter zu tun. Es ist eine völlig individuelle Person. Und ich darf diese Person nicht danach beurteilen, wo sie herkommt, sage ich jetzt einfach mal so. Das hat mir immer geholfen, dass ich wirklich die Kinder als Persönlichkeiten wahrgenommen habe und dahinter geguckt habe, wer ist denn das, ne? Wie sind die? Und das hat mir sehr geholfen. Ich bin allerdings auch aufs Ganze gegangen. Ich habe aber auch einfach das große Glück, dass wir uns alle untereinander sehr gut verstehen. Also auch die Ex-Frau ist bei uns sehr präsent. Wir verstehen uns aber sehr, sehr gut und ich habe ihr davon erzählt. Also ich bin wirklich den Weg gegangen, habe gesagt, pass auf, ich möchte gern mit dir drüber reden. Ich habe folgende Erkrankung, habe ihr das alles erklärt und habe ihr auch gesagt, was das eben auch mit mir macht. Teilweise, wenn ich sie dann sehe oder gesehen habe oder wenn schon mal Erzählungen waren von früher, ne, weißt du noch damals, das ist für mich ganz schlimm. Das habe ich ihr alles gesagt. Also ich habe wirklich mein Herz ausgeschüttet. Das war ein sehr emotionales Gespräch. Sie ist dann auch hingegangen und hat wirklich alle Trigger, die es geben könnte, entfernt. Also sie hat auch ihr ganzes Facebook-Profil ist sie durch, hat sie durchforstet und hat alles rausgenommen, was irgendwie noch da war. Sie achtet eben darauf, wenn wir bei Ihnen sind, dass keine Ahnung, keine Fotos irgendwie mir in die Hände fallen könnten oder dass eben keiner erzählt, ach, weißt du noch damals hier und da. Das ist mein großes Glück, dass ich die Unterstützung habe. Und ich muss sagen, diese Konfrontation damit, das ist ja wirklich eine Konfrontation gewesen, hat mir unglaublich geholfen. Also es hat mich wirklich weitergebracht. Und ich würde auch jedem empfehlen, der auch nur annähernd irgendwie mit der Ex-Frau oder auch dem Ex-Mann, es gibt ja auch genug Männer, die drunter leiden, ein Gespräch führen kann, bitte machen, weil es hilft einfach, ne? Wow. Und das nimmt einfach schon ganz viel von diesem Druck und man kann dann eben auch die Kinder anders wahrnehmen, wenn man mit dem Ex-Partner ehrlich und offen umgeht, ne? Also das ist meine Erfahrung gewesen. Also wir haben bei uns alles durch, wir haben Höhen und Tiefen, wir haben uns bekriegt, wir sind vor Gericht gewesen, haben nur noch über Anwälte kommuniziert, hatten 3 Jahre gar keinen Kontakt. Aber mittlerweile ist das wirklich eine super gute Beziehung und ja, also ich wünsche jedem, dass es irgendwie möglich ist, das so zu machen, weil das bei der Erkrankung einfach unheimlich hilft, wenn die Ex kein Feindbild mehr ist, sondern wenn man die Ex kennenlernen darf, auch mit all ihren Facetten und Ecken und Kanten, weil dann sieht man, es ist eine Person mit genauso vielen Ängsten und Unsicherheiten und Emotionen und man kann diese Person gar nicht mehr als Feindbild so richtig sehen in dieser Erkrankung, wenn man einfach merkt, da ist einfach eine Person, die auch ganz viel Liebe braucht und einfach auch Ängste und Sorgen hat, wie ich selber auch. Und dann, das nimmt einfach dem Ganzen auch schon ganz viel Druck raus, ne? Also einfach eine Ermutigung zu Kommunikation Ja, miteinander und auch einfach zu unbedingt. diesem, hey, hinter die Kulissen gucken. Ja. Im letzten Unbedingt. Endes sind wir alles Menschen mit eigenen Gut. Unsicherheiten, Ängsten, Zweifeln und die drücken sich halt auf unterschiedliche Arten und Weisen auf.
Und Ganz genau. nicht vergessen, man darf sich Unterstützung holen. Und man ist Ja. nicht alleine. Es gibt Genau. viele Frauen, die unter ähnlichen Problemen leiden. Und Ja. es tut total gut zu sehen. Ich bin nicht irgendwie falsch oder so, oder Nee, ich kann genau. nichts dafür, aber ich kann eben halt das angehen und in die Verantwortung gehen und was tun. Genau. Super. Ja, vielen Dank, Nina, dass du da so offen drüber geredet hast und einfach deinen Weg so beschrieben hast, die Höhen und Tiefen, all das ist sehr berührend, das zu sehen, auch wie du da gerungen hast und ihr miteinander eine Lösung gefunden habt. Gibt es noch was, was du so als Abschluss noch mitgeben willst, den anderen Frauen da draußen, die vielleicht ja gar nicht bis jetzt wussten, was ihr Problem ist und was wäre so dein wichtigster Hinweis noch? Ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich wirklich zu hinterfragen und zu sehen, es ist okay, dass man es hat und dass man es fühlt. Nicht unterdrücken, sondern wirklich zulassen, die Gedanken und Gefühle kommen lassen und auch hinterfragen, was steckt genau dahinter, warum hat man das? Ja, und drüber reden, ganz, ganz viel drüber reden. Wie du schon sagtest, Hilfe holen. Es gibt ganz viele Leidensgenossinnen oder Leidensgenossen auch. Und ja. Einfach das alles zuzulassen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Super. Ja, vielen Dank und total spannendes und wichtiges Sehr, sehr Thema. gerne. Und danke für deine Erfahrung. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich drüber reden durfte.